Deutschlands Klöster. Sie erleben einen Boom. Hallo. Immer mehr Menschen entdecken das Klosterleben auf Zeit. Aus dem Geheimtipp ist ein Urlaubstrend geworden. Und egal ob mit oder ohne Glauben, viele verbindet eine Hoffnung. Das ist jetzt in erster Linie erstmal ein Runterkommen, definitiv. Um erstmal so, wie fühlt sich das überhaupt noch an? So ohne Stress und ohne Druck irgendwie. Die Auszeit im Kloster, mehr als eine fromme Angelegenheit. Das Angebot? Von Wassergymnastik über fernöstliches Qigong bis hin zum Anpacken auf dem klösterlichen Biobauernhof. Man denkt wenig nach und man macht einfach die Dinge und es scheint auch irgendwie alles zu passen. Klostertouristen auf der Suche nach Erholung für Körper, Geist und Seele. Wird diese Hoffnung am Ende tatsächlich erfüllt?